Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zurück. So, immer noch regnerisch hier. Das macht nichts. Wir schauen. Achso, das haben wir ja selber weggeworfen. Wir müssen uns hier jetzt noch ein bisschen umschauen. Irgendwo muss da oben ja noch ein Gegner sein. Der ist ja, glaube ich, weggerannt. Den müssen wir auf jeden Fall noch finden und erledigen. Damit er uns die Mission hier als fertig akzeptiert. Ah, ich glaube, es wird auf zu regnen. Noch ein Erste-Hilfe-Set. Das ist ja ein Wahnsinn, nur so viele Erste-Hilfe-Sets hatten wir ja noch nie. Ach schade, in das Haus kann man gar nicht rein, wa? Oh, wir haben schon wieder keinen Platz mehr. Ja, okay, dann bleibt's hier. Wie, jetzt fängt's wieder an? Sag mal, mit scheiß Wetter, du. Ja, ein bisschen Schrotmunition. Das ist auch gut. Ach, mal immer liegt, sitzt man hier im Trocknen, ne? Hier drunter zumindest. Yeah, Luna Boots in Pink. Ich hoffe ja nicht, dass irgendwo so oben so drauf so noch was versteckt ist, ne? Aber das glaube ich fast nicht. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ah, da geht es scheinbar Richtung Bunker oder so. Ja, noch so ein Fass. Nein, brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Notsignalfackel, nein, brauchen wir auch nicht. So, schauen wir da noch einmal rein. Yeah, Erste-Hilfe-Set. Also ich muss gleich mal nachgucken. Ich glaube, wir haben allmählich ja schon fast 25, 30 Erste-Hilfe-Sets, oder? 26. Ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinn. So, ich würde mal so ganz gerne eigentlich noch hier mal so ein Foto von machen. Guck mal, es passt sogar gerade richtig schön. Regen ist weg. Zack, schnell ein Foto machen. So, und weiter geht's. Ne, in diesem Militärfahrzeug waren wir noch gar nicht, oder? Ja, was heißt Militärfahrzeug in diesem grünen LKW? Ja. War aber auch nichts drinne. Hier gibt es nur Sand.
So, guck, da, ups. Jetzt kann ich nicht hoch, aber ich springe nur und dann mal hier. Was für ein Sprung nur. Na egal. Okay, die mit, die mit. Boah, allmählich sind wir munitionstechnisch, glaube ich, richtig gut dabei, ne? So, lass uns mal gucken. Hier unten sind noch ein paar Fahrzeuge. Dann das Haus würde ich auch noch einmal ganz gerne reinschauen. Bevor ich mich gleich da diesen Stützpunkt nähere. Da vorne liegt auf jeden Fall was. Da ist nochmal ein Erste-Hilfe-Set. Tarnung. Es hat schön viel Munition hier. Das ist ja herrlich. Sonst fast nein. Siehst du, da war irgendwo ein Gegner. So, wir müssen auf jeden Fall noch eben hier ins Haus rein. Garage, nochmal ein bisschen Munition. Oh, hier gibt es Brennholz. Und neben Brennholz kriegst du nochmal... Oh. Auch nochmal ein bisschen Munition. Was tue ich neben weg? Komm her, legen wir da erstmal einen von weg. Obwohl ich die fast eher brauche, noch als solche einen Signalfackeln oder so, ne? Also lass die Tür mal lieber dicht machen. Nein, vielleicht sind hier zwar wieder so komischen Spinnen drin oder sowas, aber sind wir immer noch besser, als dass hier auf einmal von hinten noch irgendwas anderes anflitzen kommt, ne? Hier geht's nach draußen schon wieder. Yeah, eine Adrenalinspritze. Irren ist menschlich. Ja, da haben sie recht. Wir waren alle einmal Kinder. Den Spruch haben irgendwie relativ viele hängen, ne? Was ist das? Heavy Flash. Okay. Okay, das war das Häuschen hier. Na, viel war es nicht, ne? So, kann nur auf dem Berg oder bereits im Berg sein. Ich würde sagen, wir laufen da jetzt mal hin. Hier vorne um die Ecke. Gucken, ob wir da in den Bunker reinkommen. Ich weiß es im Moment nicht. Irgendwo rennt doch irgendwas. Hier schon drinnen? Nee. Nebel kommt auf. Sag mal, irgendwo habe ich aber auch eben was rennen gehört. Das gibt's doch gar nicht.
Irgendwo flitzt da was rum. Keine Ahnung, klingt wie so eine komische Spinne. So, komm her, wir machen jetzt mal Fotomodus. So. So, Marinebunker, da geht's auf jeden Fall rein. So, hier sind wir mal zu, nicht, dass wir wieder überrascht werden von hinten oder so. Was ist das? Ein Schalldämpfer für Maschinenpistolen haben wir eigentlich, ne? Lass mal jetzt mal hier drinne. Können wir ja anschließend immer noch holen. Okay, ist abgesperrt. Der bewegt sich da hinten noch wieder, der Punkt. Da muss ich erst im Schnellen. Da halten wir die Aufgabe nicht wenigstens fertig, wenn jetzt da... So, guck an, der ist weg. Siehst du, jetzt können wir hier auch weitermachen mit der Mission. So, Repair, die Muni. So, Tür zu, dann stört uns auch keiner. Ja, toll. Funkverkehr gestört. Junge, das war aber mal ein Knall, du. Ich glaube, irgendwo flitzt ja immer noch was rum. Jetzt wissen wir wenigstens, was den Funkverkehr gestört hatte. Waren nicht wieder diese kleinen blöden Viecher. Okay, die Funkübertragung ist bis zur Unverständlichkeit verzerrt. Sie scheint vom russisch sprechenden Mann zu kommen. Lieutenant Dilemma, this is Major Boomman at Westland. Has the team been dispatched to the radio tower on Norra Saltholmen?
We need to find out what is causing those interferences and if it's a precursor to an invasion. Our success depends on yours. I cannot stress this enough. Over. Okay. Was ist das? Das wissen wir ja. Okay, das haben wir gerade gehört. Und das andere hatten wir vorher schon, ne? Leutnant Tilemma, hier Wessler nochmal. Ich melde mich per Telefon. Können Sie bestätigen das? Ja, das wussten wir auch schon. Hm. Okay, Mission abgeschlossen. Hilferuf. Da eine neue Mission. Finde den Funkmast bei... Wo war das? Over and out. Der Funkmast im Marineschiffspunkt wurde zur Zerstörung des Funkverkehrs benutzt, indem eine der Maschinen sich darin einklinkte. Das Entfernen des Ticks stellte den Funkverkehr vorübergehend wieder her und ganz kurz war eine russisch sprechende Stimme zu hören. In einer anderen militärischen Übermittlung erwähnte ein Westland-Offizier namens Major Bowman einen anderen Funkmast in der Nähe von Grantorp, der möglicherweise die Störung aufrechterhält. Wenn du ihn findest und die Maschine entfernst, die das Signal zerstört, müsste der Funk wieder einsatzbereit sein. Hm, na gut. Was hier jetzt noch? Ach, da noch, okay. Laut Karte befindet sich der nächste Funkmast im westlichen Teil von Norra Saltholm. Die rote Markierung zeigt an, dass in den ersten Stunden der Maschineninvasion ein Trupp dorthin entsandt wurde, um die Unterbrechung der Funkkommunikation zu beheben. Boah, da müssen wir da wohl demnächst mal aufräumen, wa? Erreicht den Funkmast. Ja, glaube ich wohl. Ich will jetzt allerdings eher sehen. Moment, Moment, Moment. Da. Da. Ihn auf jeden Fall hier. Er war es, ne? Den folgen wir erstmal weiterhin. Das war er jetzt hier direkt hier vorne, oder? Nee. Doch, das war der. Gut. Da wollen wir nicht erstmal in den Bunker reinschauen, was da noch so drin ist. Die haben komischen Krabbelviecher, die machen einen total nervös in der Hand. So, hallo Freunde, ich komme jetzt rein. So, der ist weg. Der ist auch weg. Okay, der andere scheint da hinter der Tür zu sein. Mir scheint hier erstmal nicht zu sein, wa? Da geht's allerdings auch noch weiter. So, komm mal hier, mach erstmal dicht hier. Wir sind schauen, was wir hier jetzt noch so Feines finden. Okay, da ist nichts weiter. Guck mal hier noch hin.
Danke dafür. Ein bisschen Munition. So, bei ihm gibt es auch nochmal Munition. Zielfernrohr für Gewehre. Also eins habe ich bereits, oder? Also auf beiden Gewehren noch drauf. Na, hier. Da ist auch nochmal so ein Teil. So, hat der auch noch ein bisschen Munition für uns hier? Danke. Nochmal so ein Explosionsfass. Ja, wie gesagt, die Sachen, die müssen wir alle holen. Wenn wir hier irgendwie wieder so eine Truhe oder sowas finden sollten. Irgendwo muss hier mal wieder ein Stützpunkt sein. Ich vermute mal, dass wir hier auf jeden Fall einen finden werden. Okay, dahinter ist auf jeden Fall irgendwas. Krabbelviecher, ich hasse die Dinger, ey. Dass hier gleich keine bösen Überraschungen von hinten gibt. Da ist eine Tür. Hier ist auch eine Tür, die abgesperrt ist. Gut. Diese Tür ist ja auch abgesperrt. Ja, die könnte man öffnen. Aber egal, dann gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Nee. Den Hammer sollte ich eigentlich vorsichtshalber mal... Komm mal her. So, komm her, wir machen die mal zu. Oh. Oh, ach du Heiland. Vorbei. Das Gute ist ja mal, die Waffen und so von denen sehr stark, ne? Aber ich glaube, die sind zum Glück so ein bisschen unbeweglicher. Da hinten ist eine Tür, die verschlossen ist. Die ist dicht, gut. Da ist eine Tür, die zu ist. Da ist eine Tür, die offen ist. Wieso habe ich kein... Ach so, weil er da wieder meint. Können wir mal kurz hier ablegen. So, guck. Geht doch. Das ist eigentlich ein bisschen schade, ne? Dass der die nicht automatisch so aufeinander stapelt. So, da haben wir alles, da haben wir alles. Was ist mit der Tür? Ist die zu? Ist die verriegelt? Die ist erstmal verriegelt, okay. Gut, dann geht's hier runter. Oh, was heißt runter? Geht's hier durch diese Tür? Sind hier wieder irgendwo so komische Krabbelviecher? Wenn dann wohl eher unten war, also geht's hier doch tatsächlich runter. Okay, da war auf jeden Fall so ein Krabbelvieh.
Na, irgendwer oder irgendwas läuft da unten, glaube ich, noch. Feuerwerkskörper. Da hätten wir eher vor ein paar Tagen gebrauchen können, ne? So, können wir hier die Stromversorgung wieder einschalten? Ah. Siehst du wohl, jetzt haben wir ja wenigstens mehr Strom in der Bude und ein bisschen Licht. Na also, geht doch. Gut, ihr Lieben. Jetzt, wo wir Strom in der Bude haben, ich würde sagen, das schauen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal ein bisschen weiter, dass wir noch ein paar Sachen finden. Und was sich hier so alles verbirgt hier drinnen in diesem Bunker. Bis dahin jetzt mal. Ciao, ciao.